Sie sind exklusiv, selten und sündhaft teuer. McLarens Straßenautos. Rennwagen mit der Lizenz zum Brötchen holen. Die Boliden dieser Sportwagenmarke gehören zu den kompromisslosesten auf unseren Straßen. Dieses Auto kostet nicht 1 Million Euro. Für viele ist McLaren vor allem bekannt für super teure Hypersportwagen wie den F1 oder den P1 mit fast 1000 PS. Aber seit 2011 bauen die Briten auch vergleichsweise normale Sportwagen für die Straße wie den 600 LT für einen Nettopreis von 210.000 Euro. Damit wollen sie antreten gegen den Porsche Turbo S. Die Frage ist, macht der auch auf einer ganz normalen Landstraße genauso viel Spaß? Der 600 LT ist die verschärfte Variante des McLaren 570. Er ist 100 Kilo leichter, 30 PS stärker und schneller als sein Modellbruder. Sein Quell der Freude? Ein 3,8 Liter großer V8-Motor mit einem unverkennbaren Sound. Hört ihr diesen Sound? Das ist einfach das Schöne. Wenn man hier das Heckfenster aufmacht, dann kann man direkt den Sound der oben liegenden Pipes hören. Das ist echt cool. Nicht nur der Sound ist ein Fest für die Ohren, auch der Innenraum besticht mit Liebe zum Detail und ist im Gegensatz zum rabiaten Kern des Wagens fast schon flauschig. Das Schöne hier im Innenraum ist, wir haben Alcantara, soweit das Auge schweift, wir haben Carbon, wir haben ja hier eine Leichtbauversion. Gegenüber dem Basismodell, dem McLaren 570, ist hier das Gewicht um 100 Kilo reduziert worden. Zum Beispiel mit diesen wunderschönen Schalensitzen, die sind absolut krass. Die halten einen hier oben wirklich super fest. Da ist kein Luxus, das ist eine reine Rennschale. Die ist auch im McLaren P1 verbaut und die wiegen pro Sitz 4 Kilo. Reduziert auf das Wesentliche. Die Vollcarbon-Rennsportsitze umklammern die Insassen förmlich. Die Bedienung, ein Display und zwei Drehschalter in der Mittelkonsole müssen reichen. Luxus, Komfort, Fehlanzeige. Fast hätte ich es vergessen. Wir haben natürlich den 600 LT Spider. Das Schöne ist, wir können uns hier das Dach aufmachen. Dazu fahre ich mal weniger als 40 km/h und dann können wir hier einmal die Sonne genießen. In nur 15 Sekunden verschwindet das in Lime Green lackierte Carbondach zwischen Fahrer und Motor im Mittelwagen. So, damit uns die Sonne nicht das Hirn rausbrennt, setzen wir uns natürlich noch eine Kappe auf. Zunächst geht's ganz gemütlich über die traumhafte Alpenstraße. Wir sind jetzt erstmal im Normalmodus. Wir haben natürlich hier Normal, Sport und den Track Mode, aber entgegen der Annahme oder was vielleicht die aggressive Optik von dem Auto hier erwarten lässt, dass man mit diesem Auto nur super scharf um die Ecken fahren kann und super schnell. Man kann in diesem McLaren auch sehr normal fahren. Also jetzt im Normalmodus, Drehzahl bei etwas über 2000 Umdrehungen. Der 3,8 Liter Achtzylinder, der brubbelt ganz gemütlich im Heck vor sich hin. Und wir können hier diese Kurven, ja, echt genießen. Auch das Lenkradspiel, das hat auf jeden Fall einen Toleranzbereich, also die ist jetzt noch nicht so super aggressiv. Auch das ganze Setup, es ist natürlich ein extrem sportliches Auto, das ist auch im Normalmodus nicht zu verleugnen, aber es ist zum Cruisen super geeignet. Nur wehe, wenn man drauf drückt.
Mit beherztem Gasfuß und im Sportmodus verwandelt sich der 600 LT zu einem kompromisslosen und brettharten Rennfahrzeug, das beherrscht werden möchte. Komfort darf man nicht erwarten. Wenn wir bei dem Vergleich zum Porsche Turbo S bleiben, dann ist natürlich so ein Porsche der Inbegriff des Sportwagens schlechthin, der aber auch eine hohe Alltagstauglichkeit hat. McLaren ist immer viel kompromissloser, das ist aber auch die Herkunft. Die sind halt zuerst auf der Formel 1 Rennstrecke gewesen und haben erst später angefangen, Straßensportwagen zu bauen. Das ist aber auch die Philosophie. Bei diesem Auto geht es absolut um Leichtbau, um Aerodynamik und um Hochleistungsmotoren. Die superleichten Sitze haben wir ja schon gesehen. Aber wenn wir uns hier einmal ums Fahrzeug rumbewegen, wir haben eine Vollcarbon-Heckschürze und auch den Frontsplitter. Dadurch ist der Wagen jeweils 47 mm länger geworden. Außerdem haben wir ein ganz cooles Gimmick hier an dem Heckflügel, weil wir natürlich die oben liegenden Pipes haben, wo extrem heiße Luft rauskommt. Haben wir hier einmal einen Metallbügel, damit wir uns das Carbon nicht kaputt machen. Hier an der Seite geht es weiter mit riesengroßen geschmiedeten 20 Zöllern. Die sparen insgesamt auch noch mal 17 Kilo an Gewicht. Für die Aerodynamik auf jeden Fall ideal sind auch noch mal hier diese Carbon-Seitenschweller. Die machen das Fahrzeug noch mal vor allem besser auf der Straße liegend, kommen aber in ihrer Funktion eigentlich nur auf der Rennstrecke zum Einsatz oder bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Hier vorne haben wir noch ein paar ganz coole Gimmicks. Hier haben wir noch mal diese Luftauslässe, damit die Bremsen auch ganz cool gekühlt werden. Und hier haben wir 6 Kolben vorne mit 390 mm Bremsscheiben, Carbon-Keramik natürlich im Pizzaformat. So, jetzt fahren wir aber weiter. Freunde puristischer Sportwagen kommen im 600 LT Spider voll auf ihre Kosten. Das Image der Engländer ist exzellent. Noch nicht durch zwielichtige Kunden verdorben. Doch auf deutschen Straßen erntet man mit einem Hobel wie diesem auch viel Kopfschütteln. Nach dem Sinn darf man bei solchen Fahrzeugen nicht fragen. Ein Spielzeug für Superreiche, aber eins mit Spaßgarantie. Dieses Auto ist, wenn ich an Rennsport, an Präzision, an Speed denke, dann denke ich in Zukunft an den McLaren und nicht mehr an den Porsche. Porsche ist etwas für Genießer, die ein alltagstaugliches Fahrzeug mit sportlichem Look wünschen. McLaren ist eine ganze Klasse sportlicher. Ein kompromissloser Racer mit Straßenzulassung. Im Alltag ist er kaum zu gebrauchen. Wahrscheinlich ist der 600 LT Spider auch deswegen so selten auf der Straße zu sehen.